du das nicht wieder? Anscheinend nicht. Okay. Was stellen wir mit 2 Euro Paletten? 2 Euro Paletten mit 1 Meter Entfernung dazwischen. Genau, so kann man mit einem Auto aufs nächste hüpfen. Die Jungs vom Rockteam sprechen drüber, fahren drüber. Schaut's euch an. Okay. Ganz easy. Ich glaube, der Mann, der hat Helium in den Reifen, so wie der hier rumfliegt. Helium, ja. Und noch ein bisschen weiter auseinander die ganze Sache. Nicht, dass hier morgen jemand keinen Muskelkater hat von den Jungs. Also alles raus jetzt. Bei 1,20 Meter Distanz hier. Ja, Kloppenburg, wo sind eure Hände? Der Markus, der müht sich ab hier. Und der Felix hinterher. Flugstunden bei Kloppenburg heute. Ja, okay, jetzt hast du noch weiter auseinandergezogen. Das sieht schon sehr unmöglich aus. Wie soll das funktionieren? Mit dem Fahrrad da drüber zu springen? Die Antwort in wenigen Sekunden. Kloppenburg, wo sind eure Hände? Jetzt geht's rund, jetzt zählt's heute. Am Sonntagnachmittag. Auch immer noch ganz easy. Ich fürchte, wir unterfordern den Markus und ich würde fragen, wofür sind die anderen Europaletten alle da? Ich glaube, wir dürfen noch ein bisschen in die Höhe gehen. Wir haben noch einen 5er-Stapel, einen 6er-Stapel und ein Schrottauto stehen, von dem wir immer noch nicht den Besitzer ermittelt haben. Ich hoffe, der kommt nicht nachher und wundert sich über sein Auto, was er gestern hier geparkt hat. Wo kommen die ganzen Dellen her? Okay, wir kennen einen guten Dellentechniker. Derweil springt der Felix den 5er. Jawohl, das sind 75 cm. Geht der Mann einfach drüber, als wenn es ein Radweg wäre.